Als robuster und komfortabler Offroader gibt sich die Polaris Sportsman XP1000. Im Jahr 2017 hat der US-amerikanische Hersteller seinem Topmodell eine moderne Karosserie spendiert und mit einem auf 90 PS erstarkten Triebwerk ins Rennen geschickt, womit die 1000er nominell die stärkste am Markt ist. Die Karosserie wirkt deutlich flotter als das Kleid der Vorgängerin. Außerdem bietet sie mit zwei gut gelösten Gepäckfächern an Front und Heck auch praktische Verbesserungen. Leider sind weder die Gepäckfächer noch der Tankdeckel noch die Schaltkulisse abschließbar. America First ist angesagt, die Bedürfnisse der alten Europäer sind ja nicht wichtig. Mit roter Lackierung, effektvoll in Szene gesetzt, hat Polaris eine weitere Innovation. Gekröpfte A-Arms vorne und hinten, mit denen der Bereich höchstmöglicher Bodenfreiheit verbreitert wird. Rahmen und Antriebsstrang sind gegenüber der Vorgängerin nur wenig verändert. Für den Vortrieb ist ein 952 Kubik großer Zweizylinder der Polaris-Tochter ProStar zuständig, dessen Brennräume längs zur Fahrtrichtung in Reihe angeordnet sind. Das Triebwerk produziert bis zu 90 PS, genug für eine Beschleunigung von 5,7 Sekunden von 0 auf 90 und einen Topspeed von 130 km/h. Dabei ist die XP1000 sogar ein bisschen sparsamer geworden. Gemach unterwegs auf der Landstraße begnügt sie sich mit 9,5 Litern Benzin auf 100 Kilometer. Wer flotter fährt, kommt mit einer Tankfüllung rund 160 Kilometer weit und mag sicherheitshalber nicht auf einen Reservekanister verzichten, zumal der sich praktisch auf dem Frontrack fixieren lässt. Die Polaris Sportsman XP1000 gibt es in einer LOF-konformen Variante für Deutschland ohne Hinterachsdifferential sowie für Resteuropa mit Sperrdifferential am Heck. Allerdings lässt sich die Sperre nur im Stand betätigen, was sich als ausgesprochen lästig erweist. In den Hintergrund rückt die Kritik, sobald der Motor angelassen, das Diff gesperrt und der Gashebel betätigt wird. Wer die alte Sportsman XP1000 kennt, entdeckt in der neuen ein komplett neues Fahrzeug. Zwar ist auch die 2017er Sportsman weich abgestimmt, doch beim Kurvenräubern mischt die große Polaris jetzt kräftig mit. Das liegt auch daran, dass Polaris sein 2017er Modell mit Reifen von CST ausstattet, die gegenüber den bisherigen verwendeten Carlyle-Pellen deutlich runder laufen, allerdings auch erheblich schneller verschleißen. Auch im Gelände gefällt uns die neue Sportsman besser als die alte. Schließlich neigt ihr festeres Fahrwerk in forsch gefahrenen Kurven weniger zum Einnicken. Doch selbst wenn wir auf der Polaris zügig durchs Gelände eilen, herrscht auf ihr Gelassenheit vor. Rund 16.000 Euro wechseln beim Kauf den Besitzer. Ein stolzer Preis, gewiss, aber für den gibt's auch eine Extraportion Fahrspaß. Und wenn es gebraucht wird, macht die Polaris Sportsman XP1000 auch bei der Arbeit eine gute Figur.